Süden 3. Create hier. Sollst meinen aktuellen Charakter zerstören. Dankeschön. So. Und ja, damit herzlich willkommen zur dritten Staffel von Ark Elemental Wars. Und oh, ich bin richtig nice gespawnt. Und ja, es hat sich nicht viel verändert, außer die Map, sag ich mal, groß hier bei Elemental Wars. Ja, wir spielen jetzt auf The Island und mit meinem Teampartner ist diesmal hier Memo. Ayo, Und der wer hat's hätte es verkackt, die gedacht? Mods runterzuladen, der Loading Mods. Schlürenberger. Aber Das. egal. Ja, es hat sich nicht viel getan. Bei den Turrets habe ich eine kleine Regel eingeführt, dass man jetzt vorher Turrets von mir bekommt. Dafür stehen für jeden Tribe kleine Häuschen hier auf der ganzen Map rum und die kann man looten. Mit einer Pinsel sind die gesichert und ja, da kann man dann sich zwei Teleporter und sechs Super Turrets, also Turrets, die 2500 Schaden auf einen Schlag bei jedem Schuss machen. Und ja, mit dabei sind ja 20 Leute, also wir sind 20 Leute, also maximale Anzahl. Das wird jetzt sehr interessant. Und ja, ich würde sagen, wir legen jetzt mal los. Wollen da auf Herbivore Island, deswegen laufe ich gerade hier so zurück, um zum Teleporter zu kommen, der hier vorne steht, damit ich mich dorthin teleportieren kann. Freeze bei Loading Mod 2 von 7. Ja, komm vor. Aber warum sind denn hier jetzt Pego? Ich will kein Pego Mustax 10. Wie mache ich das? Unclaim. Nein, warum zähme ich denn jetzt Pego Mustax? Was ein Schwachsinn, ey. Das ist der größte Mist, den es gibt. So, angeclaimed. Weil ich brauche die Tiere nicht. Und wir können halt nur 50 Tiere pro Tribe zähmen. Weshalb man da ein bisschen aufpassen muss. Ja, das ist auch mal eine Herausforderung für mich. Und jo. Wo steht denn jetzt hier der Teleporter? Muss irgendwo. Ach ja, super, da sind zwei Wölfe, ich glaub's auch. Snapshot 10 wird eingefroren. Ich muss arg neu starten. Ja. Scheiße, wo ist denn hier der. Ah, hier ist der Raptor, der mich da. Mist, ich finde den blöden Teleporter nicht. Toll, danke, ja, Elemental Raptor. Aller Anfang ist schwer. Ja, aber nicht so schwer wie auf Eternal. Ich muss gerade mal was schauen hier. So, komm, 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 komm. Ja, starte doch, danke. Meine Güte. Echt nervig. Okay, weiter. Ist auf 2, ne? Ja. Du weißt doch, da ist doch dieses komische Stein-Dings, oder? Das Ja. kennst du ja. Da am Ende, also, das ist ja so eine Landzunge. Und dort, wenn du dort reinrennst, dort hinten geht ja dann irgendwann so ein Fluss nach rechts. Dort steht der Teleporter. Alles klar. So in der Kurve, sag ich mal, drin zum Fluss hin. Dort am Strand steht der Teleporter. Da laufe ich gerade hin, weil der in Band 7 3, den finde ich gerade nett. Keine Ahnung. Ich hab. Boah, da seht ihr. Ich hab die Teleporter platziert und weiß selbst nicht, wo sie stehen. Ist doch gut. Ich hab fast die gleichen Voraussetzungen wie ihr auch. Nee, stimmt nicht ganz. Also bei den meisten weiß ich schon, wo sie stehen, aber. Hier sind Biberdämme, soll ich die looten? Nein, hör auf. Da kommen noch die ganzen Biber. Jetzt hör doch erstmal auf hier. Okay. Achso, du bist bei den Biberdämmen. Ja, komm mal hier rüber. Ich bin hier drüben gerade. Welcher Seite denn? Ja, bei den Steinen. So. Ja, wo bist du denn jetzt? Ich sehe Auf dich nicht. der Festlandseite. Ja, aber wenn du doch bei den Bibern Hallo. bist, dann musst du doch Hallo, da. ich bin Ja, hier. dann komm mal rüber. Brauche erstmal Stamina, warte kurz.
Wie lange braucht Stamina zum Aufladen? Ja, das ist Stamina, Mann. Boah, schon wieder keine Stamina mehr. Ja, deswegen habe ich das erste, was ich geskillt habe, war Stamina. Also, was ich geskillt habe, war Movement Speed. Das habe ich erst danach gemacht. Jetzt bin ich schon fast da. Unten ist ein Internal Poison Trike. So, ja, Bock doch gerade nicht. Damit wir es gerade erstmal wissen. Nur so. So, jetzt habe ich auch keine Stamina mehr. Ja, ich habe auch keine Bären mehr. Super, danke. Warte, ich habe eine Idee. Hier vorne ist so eine Explorer Note. Kennst du die Explorer Note hier drin? Ich glaube schon. Hol Wo dir bist die. Du denn gerade? Ja, ich bin hier einfach weitergerannt. Ein bisschen weiter hinten. Bei den Steinstrukturen, bei diesen. Ja, da steht dann auch so eine Ruine. Boah, ich habe gerade einfach 14 Level-Ups bekommen. Na, hier, ich sehe dich. Müssen So. wir nutzen. Nice. Ja, deswegen, weil du auch sofort instant. Ich habe jetzt 14 Level-Ups, du kriegst wahrscheinlich schon mehr. Ich bin jetzt aber auch fast beim Teleporter, der müsste jetzt hier vorne gleich. Beim Gleich Italien da Bronto sein. in der Nähe oder links Nee, ein davon? bisschen weiter noch. Am Strand entlang. Links oder rechts davon, vom Italien Bronto? Ja, nicht in der. In der Einbuchtung. Also einfach am Meer entlang. Sag ich mal. So, ich bin jetzt beim Teleporter. Wir könnten jetzt theoretisch Ich unsere sehe dich Hütte da schon hinten. looten, aber das machen wir noch nicht. Weil wir haben ja dann keine Munition, das lohnt sich nicht. Eben. Wenn das dann abhanden kommt, ist es noch blöder. Ja. Warte mal, ich wollte mal aber kurz hier Fiber noch mitnehmen. Weil dann stelle ich gerade mal. Nein, falsch. Bin da. Oh, hier ist noch ein Internal Poison Trike. 24. Ja, warte, ich stell gerade ein paar Pfeile hier. Ja gut, wollen wir los? Wäre ja, soweit. Gut, komm. Let's go. Teleport. Herbivore Island, komm. Hoffen wir mal, dass so keiner da ist. Hoffentlich. So, es wird gerade dunkel. Naja, egal. Wo wollen wir? Wir klettern gleich erstmal alles zu, okay? Ja. Erstmal Sachen dafür farmen. Es wird auch Moment. Es wird auch gleich wieder hell. Also von daher. Jung! Warum ist das denn jetzt so verdammt dunkel? Das gibt's doch nicht. Ich hab Gamma 3 die ganze Zeit an. User left your channel. So. Flop. Okay, Foundation. Was ist Max Level von Spielern? 100, ganz normal. Ich brauch Fiber. Achso, und geh auch auf Raid, gell? Ja, ich hab schon 1000. Okay, dann ist ja gut. So, ich stell grad. Leute, ich kann ernsthaft nur 4 von dich herstellen. Was denkst du, kommt noch irgendwer auf die Idee, keine hierher zu Ahnung, kommen? Ich weiß es nicht. Lass einfach beeilen und Zug leisten. Ja, Flint habe ich auch schon. Okay, der Fortitude hast du schon gelevelt? Der hat zweimal reicht. Ich hab 200. Warum? Glaub mir, ab 50, 60 bringt dir das überhaupt nichts mehr. Bei Eternal. Hat das überhaupt gar keinen Sinn mehr. Doch, doch. Nein. Hab's getestet. Du testest so viel. Bei 100 Fortitude hat's nichts gebracht, bei 20 auch nicht. Also war beides der gleiche Effekt. Ja, lass mal kurz hier ein Tier natzen. Für Hyde. Den Stego hier? Ja, komm. Hast du schon Pfeile?
Ich hab einen Speer. Ja, komm mal her. Ach lol, falscher Knopf. Hier. Danke. Na komm, dann lass mal weg, wegnutzen. Wow, 10 Schaden. Vor allem der Mate Boost. Blöde ist halt hier, dass hier keine Eternal-Tiere sind hier. Das ist das ja das Gute. Dann können wir nicht von irgendwelchen wilden Viechern abgefarmt werden. Ja, aber hier werden ja dann eh nur Herbivore. Nice. Halt, ne? Ja. Gut, wir haben genug für Forge und alles. Ich stell grad mal her. Jo. Forge. Wie heißt das kleine Ding nochmal? Mortar. Mortar, so. Was noch? Smithy, genau. Ey, bau nicht so groß, nein. Nicht noch so zur Seite. Soll ich das dann mit Steinen ersetzen oder was? Ja. Ich habe da schon ein Konzept vom letzten Mal, das hat gut funktioniert. Eins, zwei. Hast du Stein? Verkraft ich gerade. Ja, weil ich bräuchte mal für die Forges. Ja. Das ist, glaube ich, gerade wichtiger. Nein, das ist die. Ja, perfekt, jetzt haben wir 5 Forges. Ich stell schon mal Bolas her. Wie viel Leben hast du gelevelt? 1400 jetzt. Ich hab 800. So. Wie Movement Speed hast du? Keine Ahnung, auch ein bisschen. Okay, Forges sind da, lass mal anhauen gerade die Dinger. Mach du mal, ich farm weiter Stein Foundations. Ja. An sich brauche ich das Innere ja nicht zu ersetzen, oder? Doch, auch. Erstmal, weil es blöd aussieht und zweitens mal macht es glaube ich auch Sinn, das zu machen. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich muss nur die äußere Schicht aus dem besten Material sein. Ja, trotzdem. Achso, und ich habe 119,5 Movement Speed jetzt. Ja, ich habe 125,5. So. Erstmal hier schön Zeug reinballern. Lol. In welche Forge habe ich denn das Metall reingetan? Achso, in die da vorne, ja klar. Okay. So, wir brauchen mal eine Storage Box. Storage. Lol, Wood fehlt. Okay, soll ich direkt S plus Large Stone Walls machen? Large? Warum Large? Und 4 Wände hoch. Ja, mach mal. Eigentlich müssen die als eine zählen, ja doch. Sollte klappen. Achso, ich hau mal hier so Wood, Thatch und Stone und so hau ich hier mal hier in die Kiste rein, die hier steht. Okay. Achso, und hier ist auch mal Rüstung drin für dich ein bisschen. So, Fleisch baller ich jetzt auch mal an. So, wir müssen halt jetzt gleich schnell was zähmen gehen. Am besten Poison-Viecher. Eigentlich Elektro-Viecher am besten. Ja. Ich hol schon mal Thatch und so alles rein. Ich hol Narkobären.
Wie schnell geht das Zähmen von so einem Vieh? Schnell. Ganz okay. Schnell. Also bräuchten wir keine Narkotics oder nein, so. Nein, 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 nein. Nur betäuben. Siehst du, bei mal 5 brauchst du meistens schon gar keine Narkotics mehr. Bei den meisten Tieren. Na gut, das stimmt. Außer also Terry. Ich sag mal, da brauchst du bei vielleicht 10 Tieren noch Betäubung. Also deshalb, ich sag mal, alles, was da drüber ist, brauchst du gar keine Betäubung mehr. Was ist jetzt los? Skin, was ist der Pincode für diese Hütchen mit den Teleportern drin? Ja, hab ich euch schon geschickt. Ja, da war ich wahrscheinlich noch nicht in der Skype-Gruppe. Doch, ich hab jedem privat das geschickt. Hä? Ja. Na, hast du schon mal 3 hergestellt? Mit Location, wo das bei welchem Teleporter das steht und dann mit PIN. Steht so, extra alles dabei. Jo, sorry. Ja. Viel Glück euch beiden. Hallo? Ich dachte, jetzt bleibt ihr hier drin. Wird unsere Geheimnisse herausfinden. Hast du Mortarpässe schon hergestellt? Ja. Ich überlege gerade, wie ich hier am besten das hinbaue. So, wetten, dass wir extra mit ihr herausfinden, wie wir schon stehen? Ja, voll klar. Soll ich hier Mortars stehen? Ja. Wir brauchen. Nee, du brauchst keine Dings herstellen, nein! Du kannst doch die Poison Arrows von Eternal machen. Stimmt, ne? Da war ja was. Die kosten ja nur Narkobären, soweit ich weiß, ja. Oder? Deswegen, ich habe Eternal so lange nicht mehr gespielt.